Auf der Suche nach den Lachsen, und zwar im Idealfall nach dem japanischen Lachs, hier heute jetzt an der Stelle. Gerade eben noch einen schönen Wochenrekord gesehen mit über 10 Kilo japanischen Lachs und direkt mal den russischen Spieler angeschrieben und gefragt, wo er den gefangen hat. Hier hat er den gefangen und das testen wir doch mal. Also ausprobieren, raus hier mit dem Köder und testen. Leider mit kleinen Einschränkungen. Denn ich muss wirklich sagen, ich habe da jetzt gerade nicht so Bock drauf, mich hier mit Ultralight an die Yama zu stellen und dann tryhard-mäßig hier mit dem kleinen Köder rauszuwerfen und dann hier die dicken Lachse reinzudrillen. Und zwar jeden ollen kleinen Lachs, der irgendwie gerade mal so in Richtung 3 Kilo geht. Wenn man sich hier also jetzt so mit 9 Kilo Setup hinstellt, dann ist das schon ein bisschen haarig. Man könnte sich natürlich auch jetzt hier mit dem Belaya Setup hinstellen, auch durchaus eine Möglichkeit. Da würde ich allerdings auch dann das aufgewertete Belaya Setup nehmen. Ich verlinke nochmal das Short-Video unter 60 Sekunden. Kurze Informationen dazu, wie man das Belaya Setup aufwertet und damit dann ab der Tunguska, also ab Level 30 plus, auch richtig gut damit noch weiter Gas geben kann. Ja, so von der Stelle her habe ich jetzt also den gleichen Köder genommen, einfach nochmal in der Nummer größer. Das heißt also jetzt, anstatt hier mit ungefähr 4 Gramm rauszuwerfen, werfe ich jetzt hier gerade 12 Gramm raus, kommen dementsprechend auch ordentlich weit raus und es funktioniert ganz gut. Kann man wirklich sagen, gar nicht verkehrt. Ich habe ein paar andere Köder auch getestet, auch da ist ein bisschen was reingegangen. Also durchaus eben die Möglichkeit jetzt hier an der Stelle schön entspannt einen nach dem anderen reinzuziehen. Wir gucken auch gleich natürlich nochmal in den Kescher rein und in das Setup, wie das alles aussieht. Ich glaube, dass man hier ganz gut, wie gesagt, mit verschiedensten Ködern gerade was fangen kann. Verschiedenste Fische, wie gesagt, gehen auch schon rein. Auch einige japanische Lachse. Allerdings gerade super kleine. Macht mich gerade ein bisschen stutzig. Ich denke, dass ich auch gleich den nächsten Tag hier nochmal weiter testen werde. Also immer nur die Testphase an der Yama. Sagen wir mal so ab 4 Uhr. Hoppala. Ab 4 Uhr morgens ungefähr geht's los. Also zusehen, dass man pünktlich 4 Uhr morgens am Spot ist. Immer das Timing so wählen, dass man dann halt wirklich auch rechtzeitig zur Yama fährt. Und dann geht das Ganze eben bis ungefähr 22 Uhr, 23 Uhr. Ab da hat man erstmal wieder Freizeit bis 4 Uhr morgens. Ab da kann man dann einen neuen Spot suchen oder mal ein Käffchen holen und so weiter. Also in der Nacht geht hier einfach super wenig. Klar, man könnte Grundangeln machen, man kann auf Quappen gehen, hier und da und was weiß ich nicht. Also man kann natürlich immer noch irgendwie was machen. Aber so richtig effektiv und wenn du hier auf die geilen Lachse gehen willst, dann macht man das halt am Tag. So, was haben wir hier für einen Brocken? Wieder ein Keter. Jupp. Guck mal hier, 3 Kilo Keter geht auch bei mir schon mächtig rein. Und mein Setup ist hier gerade ausgelegt mit 12,3 Kilo Fluorocarbon komplett. Ohne Vorfach, direkt Fluorocarbon komplett. Ja. Passt komplett drauf, hier auch die Spule, ne? 300 Meter fast sind halt komplett hier drauf. Und ihr habt es gerade bestimmt schon gesehen, mit dem Hornet bin ich gerade unterwegs. Mit dem Hornet Hashtag 3, also der 12 Gramm Hornet 001. Also der ganz normale 1er Silberne, der soll hier gerade liefern. Weil es doch auch so silbrig und so gut damit funktionieren soll, teste ich auf jeden Fall jetzt gleich in der nächsten Stunde den selbstgemachten oder die selbstgemachten Köder. Also angefangen natürlich mit den westsibirischen, einmal den kleinen, einmal den großen, aber natürlich auch den Klassiker, den Zander Kunstköder hier, absoluter Klassiker oder vielleicht sogar noch den Hechtköder, also ganz klassisch die silbernen. Ja, Kilo Rotlachs, richtig gut, lohnt sich richtig, nehmen wir gerne mehr davon. Da, also wenn man die so ein bisschen mehr im Fokus haben möchte, auch da drauf achten, nicht ganz so dick reingehen vom Setup. Die Rotlachse sind da doch oder reagieren da doch recht empfindlich.
Da würde ich vielleicht sogar, wenn man den so als Ziel hat, eher so in Richtung 9 Kilo auch an Schnur gehen und dann deutlich nochmal rein oder mit den kleineren Ködern reingehen. Ja, jetzt so im Großen und Ganzen, ich ziehe jetzt hier einfach gerade nochmal ein bisschen durch, nehme jetzt gerade alles mit, was geht. Ihr seht, jeder Wurf hier quasi direkt auch einen Biss. Meist irgendwie was Vernünftiges. Größentechnisch, ja, noch nicht alles so der absolute Burner, aber es ist soweit okay. 35 Fische jetzt hier in der Zeit, knappe halbe Stunde jetzt hier. Und ja, schön gemischt, ne? Also von Rotlachsen, Dollywaden, ja, kleine Buckellachse, Silberlachse dabei. Immer wieder hier eben auch die japanischen Saiblinge. Und leider hier auch auf dem Hornet 01, ne? Das ist jetzt hier Hashtag 301. Hashtag 301, aber leider eben alles nur so ein Kleinkram, ne? Und das wäre halt jetzt richtig nice, wenn das eben nochmal klappt. Ja, vielleicht ein bisschen größer. Also wenn die nochmal ein bisschen größer reingehen, wäre nicht schlecht. Wenn man aktuell in die Rekorde reinschaut, sieht man, dass da auch noch weitere Köder funktionieren sollen. Relativ simpel ist es natürlich jetzt hier mit dem Spinner. Man kann einfach durchleiern und das passt eben auch gerade ganz gut. Was auch funktionieren soll, ist der Sotori 22. Wurde auch schon richtig gut mitgefangen. Ich habe jetzt hier gerade einen 2-0er Haken drauf. Wenn wir den hier nochmal auswerfen, auch nochmal so grob in die Richtung. Ich werfe hier meist diese beiden Büsche da vorne an und dann hier durchleiern. Gucken wir mal, ob wir da den Köder richtig in Wallung kriegen, dass der nochmal attraktiv wird hier. Ich mache einfach mal zwischendurch hier dieses schnelle Einkurbeln, also locker durchkurbeln, relativ langsam, dann zwischendurch Shift drücken und dann wieder ein bisschen Pause machen, wieder locker einkurbeln, dann wieder Shift drücken, dann haben wir das schnelle Einkurbeln, zack, irgendwann hört es auch auf, dann auch wieder aufhören mit dem Shift drücken und so weiter und so weiter und dann hoffen, dass da was geht. Anderer Köder ist der Walker. Ganz klassischer Köder eben auch, wenn ihr hier also schon mit den Oberflächenködern, mit den Topwater-Ködern zurechtkommt und die schon verwenden könnt, dann absolut essentiell. Gehen wir mal eben kurz rein. Also die Walker-Serie, hier ist er und zwar Ette hier. Angry Walker S8004. Hier auch mal eben gucken, auch hier wieder 2-0er Haken. Ich finde, bei dem vielleicht gerade eine Nummer zu groß und eigentlich auch für den Fisch vielleicht eine Nummer zu groß. Ich glaube, ein 1-0er sollte absolut reichen. Hier natürlich Einholgeschwindigkeit maximal und dann entweder hier mit Shift, sondern hier rechte Maustaste immer wieder reinklicken, dass wir hier das Gieren unten haben oder einfach nur mit Shift und linke Maustaste, zack, 1-2 Umdrehungen treiben lassen, 1-2 Umdrehungen wieder ein bisschen treiben lassen, genau. Einfach locker durchziehen, aber, tja, vielleicht wurden die gar nicht hier gefangen. Das ist halt immer die große Frage, ne? Man guckt in die Rekorde rein, sieht, oh, der und der Köder läuft oder soll laufen. Der und der Köder hat hier die absoluten Brocken geliefert. Aber wurde der Fisch auch an der Stelle gefangen, wo du gerade stehst? Oder wurde der Köder verwendet bei den Wetterverhältnissen, die jetzt gerade vorherrschen? Also ist dieser Köder jetzt im Moment attraktiv für die Fische, die du suchst? Das ist halt immer die Frage. Das ist auch immer der Riesennachteil beim Verwenden von diesen Rekordtabellen sozusagen. Ja, du guckst in Rekorde rein, denkst du, ja, der muss ja laufen, aber du weißt es halt nicht. Das heißt, es ist deutlich praktischer, wenn man zum Beispiel so einen Rekord gerade sieht, und das habe ich jetzt die letzten Monate immer, ja, ich sag mal, regelmäßig gemacht bei Fischen, die für mich irgendwie interessant waren. Man sieht in den wöchentlichen Rekorden, man sieht, da geht was rein. Das Erste, was passiert ist, zack, Blick in das Gewässer, gucken, wie ist das Wetter jetzt gerade im Moment, um ansatzweise ein ähnliches Wetter hinzukriegen. Also, das ist essentiell. Und wenn wir das vergleichen, in dem Moment, wo ich den russischen Spieler angeschrieben habe, hatten wir zwar auch Sonnenschein hier, oder ich glaube, es war leicht bewölkt auf der Karte, aber es war 11 Grad kühl. Nochmal ein ganz großer Unterschied. Jetzt haben wir es 15 Grad. Also, Riesenunterschied. Eher dieses
ja, haben wir jetzt gerade hier nicht drauf. Dieses leicht bewölkt. Wo haben wir es? Irgendwo hier werden wir es doch mal haben. Da haben wir es. Leicht bewölkt, 11 Grad. Diese Kombination hatten wir hier an der Yama, als er jetzt gerade eben hier seinen japanischen Saibling mit über 10 Kilo gefangen hat. Wir gucken gerade noch mal eben kurz rein hier in die Rekorde, wöchentliche Rekorde. Und dann gucken wir mal gerade nach dem japanischen Saibling. JKL, wo ist er? Da ist er, japanischer Saibling. Demon hatte das hier gefangen. Und hier eben auf diesem Köder, auf dem Hornet, Hashtag 1001. Dickes, fettes Dankeschön fürs Teilen. Sehr, sehr nice. Und ja, den eben hier gerade eben in dieser Situation oder zu diesen Wetterverhältnissen an diesem Spot jetzt hier gefangen. Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, kriegen wir trotz allem mit diesem Köder oder mit den ähnlichen Ködern hier mit etwas anderen Wetterverhältnissen trotzdem auch noch hier schöne japanische Saiblinge. Sie sind reingegangen bisher, sie gehen auch immer wieder rein. Sehr, sehr nice, nehme ich auch gerne mit. Schöner Lennock, ist richtig gut, fehlt mir auch noch als Trophy. Der ist übrigens auch immer wieder heiß auf diesen Angry Walker. Lennock und Angry Walker übrigens auch an der Tunguska immer mal wieder testen. Wenn ihr den da sucht am Seitenarm, also in der Mündung oder oben hinter der großen Kurve an diesem kleinen Stückchen, was da gerade ist, auch immer mal wieder hier den Walker testen für Lennock. Lohnt sich auf jeden. Ja, und jetzt teste ich gleich, wie gesagt, auch an dem nächsten Tag nochmal weiter mit silbrigen Ködern. Also entweder Spinner oder, wie gesagt, nochmal kleine Blinker, die dann eben auch gewichtsmäßig jetzt hier für mein Setup gerade passen. Und da überlege ich gerade, was halt gleich noch reingeht. Wahrscheinlich gehe ich auf die Klassiker. Einfach nur in der Suche eintippen die 12 und dann kommt hier schon einmal diese Serie. Richtig, richtig nice. Wo ich den Hunter hier gerade sehe, wahrscheinlich auch durchaus eine Möglichkeit, ne? Hunter hier, Hunter 2 Serie lohnt sich auch immer wieder. Hunter 2 Serie könnte ganz gut passen. Ganz wichtig natürlich auch hier die 15 mal eintippen. Dann haben wir zum Beispiel diesen Köder und da könnte ich mir auch das hier vorstellen. So eine leicht bläulich-silberne Kombination. Ich habe jetzt noch nicht mal ganz ausgeworfen. Aber auch das durchaus eine Option. Vielleicht, guck, zack, bisschen langsamer sogar eingekurbelt. Und auch das vielleicht die Möglichkeit eben hier für den japanischen Saibling. Nochmal jetzt richtig weit raus. Wir sehen fast bis auf die andere Seite hier mit dem großen Setup. Und bam, da geht es auch nochmal rein. Also die Serie auch immer essentiell. Slimshot 15, super Gewichtskategorie für das Angeln hier an der Yama. Genauso wie auch die 14 Gramm Köder. Das heißt also, wenn wir gleich in der Suche 14 eintippen, kommen die nächsten richtig guten. Also bis jetzt eingetippt, die 12, die 15, die 14. Diese drei Zahlen super essentiell. Wenn du da nichts im Köder, im Kescher von hast. Oh, was kommt denn hier an? Alter, 4,3 Kilo. Ich werfe direkt nochmal aus. Richtig, richtig nice. Oh, fehlt mir auch noch, Alter. Den würde ich aber auch nehmen. Den würde ich aber auch nehmen, da. Also die Weikos, die sind es, ne? 14 Gramm Weikos auf jeden Fall auch noch kaufen. Also wenn hier zur Yama, dann diese 12er, Type 1 12 ist das, 12 Grammer, die auf jeden Fall kaufen, die Slimshots auf jeden Fall kaufen. Und die Weikos, die sind alle nicht so wahnsinnig teuer. Ich würde sogar fast sagen, die Haken, die wir uns da drauf packen, die sind in der Regel noch teurer als die Köder selbst. Ich habe jetzt hier 1.0er meistens drauf. Ne? 1.0er passt meist so von der Größe her richtig gut. Kann man, glaube ich, ganz gut verwenden. So, direkt nochmal raus. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Es ist gleich schon dunkel. Wir haben gleich 10 Uhr. Das heißt, gleich geht es in die Pause. Dann hole ich mir erstmal schön Käffchen, damit ich fit bin für die nächste Stunde. Und wir gucken natürlich gleich nochmal kurz in den Kescher rein, ob sich das jetzt gleich gelohnt hat. Also wir sollten gleich ungefähr um die 40 Minuten jetzt hier geangelt haben. 40 Minuten Tageszeit. Und ja, in der Zwischenzeit dann, wie gesagt, in der Nacht mache ich, glaube ich, Pause. Oder ich probiere es dann auch nochmal hier mit der Pose auf den Langnasensaugdöbel mit der Matchmontage. Guck mal, da kommt der Wochenrekord sogar noch rein hier.
Rotlachs, 4,3 Kilo. Schönes Teil. Aber leider nicht genug. Ey. Leider nicht genug. Ich hoffe, da geht noch ein bisschen was. So, nächster Part wird dann natürlich das Testen mit anderen Führungsmethoden. Also schnelles Einkurbeln, bisschen liegen lassen. Also klassisches Jiggen, langsames Jiggen, Speed einkurbeln, super langsames Einkurbeln. Viel Rumspielerei, die muss jetzt hier reingehen und dann einfach gucken, was jetzt hier noch so geht. So, ich leihe jetzt hier noch einmal durch und dann würde ich sagen, gehen wir gleich einfach nochmal kurz zum Café, gucken kurz rein, was das Ganze hier kohlemäßig gebracht hat und ob sich das lohnt. Wir haben 22 Uhr, es ist Nacht, ihr Lümmels, das heißt, jetzt geht's in die Pause. So, praktischerweise geht's natürlich jetzt hier, man sieht's, ich bin gar nicht so weit weg, ich habe noch gar nicht den Spot gezeigt, ne? Ich bin hier vorne an der Ecke auf diesem kleinen Schniepi. Also gar nicht weit weg. Kurz mal eben reingucken hier ins Café. Haben wir hier ein bisschen was drin? Den leider noch nicht. Keta in so groß leider auch noch nicht. Also das Ding auch nicht. Na, also nichts im Café drinne. Aber immerhin hier kurz nach Preisen sortiert. Schmeckt. Rotlachse schmeckt halt immer richtig geil. Ja, sind dabei viele Saiblinge, viel zu klein leider. Ich hoffe immer noch auf die dicken Brocken. Da wird noch bestimmt einiges gehen. 360, nochmal kurz nach Fangzeit sortiert. Ja, ziemlich genau jetzt die 40 Minuten. Oder nicht mal ganz, knapp 40 Minuten. Und ja, in der Zeit jetzt hier 360 Silber. Ist okay mit ein bisschen Testen. Jetzt mittlerweile weiß ich ziemlich genau, welche Köder ich verwende, wo ich hinwerfe. Das war anfangs natürlich auch noch ein bisschen tricky. Ich renne nochmal eben zurück, damit man genau sieht, welche Stelle das ist. Also kurz hier an dem Gelump vorbei, an dem Holz. Und dann geht das da vorne, da sieht man es auch schon. Hier ist so ein kleiner Nübbel. So eine kleine Landzunge und hier geht das dann raus. Und wie gerade schon gezeigt, hier drüben dann zu diesem Zwillingsbusch rüber und da dann durchleiern. Geschwindigkeiten müsst ihr testen, müsst ihr spielen, immer mit verschiedenen Geschwindigkeiten die verschiedenen Köder durchleiern und gucken, dass da richtig Action passiert. Einfach spielen. Es ist halt ein Game. Also ausprobieren, testen, testen, testen. Wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, gefällt mir, hilft mir mega. Dankeschön dafür und dann sehen wir uns im nächsten Video oder mal im Livestream. Montags, Mittwochs, Freitags, ganz safe immer ab 19 Uhr live auf YouTube und Twitch. Und zurzeit mache ich eigentlich die ganze Woche durch, immer schön ab 19 Uhr ein bisschen angeln bis Jahresende. Attacke, Vollgas. Mir fehlen noch ein paar Trophys, die ich noch fangen will bis Jahresende. Also einfach mit einschalten. Ab 19 Uhr immer live auf YouTube und Twitch. Petri, bis dahin.